Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser Folge von «Abseits auf gleicher Höhe». Heute sind wir am letzten Vorbereitungsspiel von der Schweiz für die EM 2017 in Holland gesehen. Die Schweiz hat leider 4-0 verloren und auch sonst nicht so wirklich eine Chance gehabt gegen England. Die Engländerinnen sind ein bisschen besser gesehen im Pressing und auch mit der Zeit einfach in der Dominanz im Spiel. Dennoch hat es ein paar gute Ansätze gehabt von der Schweiz, die ich dann nachher später für euch wieder beleuchten werde. Aber jetzt noch ein bisschen kurzen Einblick in die Mixed Zone. Ja, weil die 0-4 EM Hauptprobe, da haben wir euch anders vorgestellt. Ja, ich glaube, sie haben sich auch etwas anders vorgestellt. Wir haben sehr viel Lehrgeld bezahlt heute gegen ein gutes England, gegen ein effizientes England. Aber wir haben es auch nicht von unserer besten Seite präsentiert. Das wissen wir auch. Die ersten 10 Minuten waren eigentlich nicht schlecht. Wir haben relativ gut gestanden, defensiv. Nein, wir haben das Goal eigentlich schon fast auf dem Silbertablett serviert, mit eigenen Fehlern nach hinten. Und leider ist das zweite gefolgt. Das war natürlich schwierig nach vorne. Und in der zweiten Halbzeit haben wir leider so gut wie gleich schlecht gestartet. Wir haben relativ schnell das 3 und das 4 noch bekommen. Und England hat das einfach super verwaltet und hat uns eigentlich nicht zum Schluss zwar noch ein bisschen in Goal näher gekommen, aber so richtig gefährlich ist es ja, nicht geworden. Sie waren im Kopf ein bisschen müde nach den Trainingslager-Tagen, die wir hatten. Ich glaube, wenn man kann sagen, dass wir müde sind, ist es nicht wegen dem Trainingslager, das ist wegen der ganzen Saison. Aber ich glaube, das soll keine Ausrede sein, das Spiel. Das war ein Highlight für uns. Das letzte Länderspiel vor der EM. Und ein Länderspiel gegen England ist immer etwas Spezielles und ich glaube nicht, dass da der Kopf nicht eine schlechte Rolle hat gespielt. Ich glaube einfach, dass heute England einfach das Stück überlegen war, dass sie schon 4-0 verdient worden haben. England ist eine Top-Mannschaft in Europa, der EM wird es noch ein paar andere geben, wie Frankreich zum Beispiel. Da müssen wir aber schon ganz anders auftreten gegen die Top-Mannschaft. Ja, wir müssen nicht nur gegen Top-Teams anders auftreten. Wir wissen so, dass wir gegen Österreich und Island mit dieser Leistung heute wahrscheinlich sehr schwer werden haben. Also wenn wir so uns so präsentieren wie heute, wird es auch nicht gegen die einfach. Und darum, wie gesagt, jetzt erst mal den Kopf 2 Wochen frei bekommen und dann geht es los. Und dann analysieren wir das Spiel analysieren und dann sehen wir auch, was wir noch für Arbeit vor uns haben. Du kannst versprechen, dass wir eh im ganzen anderen Nazi sehen. Ja, versprechen ist immer schwierig, aber ich kann versprechen, dass wir uns aufrappeln, dass wir uns von dem nicht lassen, dass wir nicht uns lassen, wie soll ich sagen, bodigen von so einem Spiel, dass wir einfach wieder aufstehen und dass wir probieren, wieder in die Leistung zu kommen, die wir vorher hatten. Wir haben auch noch 2 wichtige Ausfälle gehabt. Es gibt ja im Rücken noch so ein bisschen Stärke, wo man weiss, die 2 hat man noch in der Hinterhand. Ja, wie gesagt, da werden wir mit breiter Brust wiederkommen. Frau Welti, wie erklären Sie sich, dass Sie es nicht geschafft haben, das Pressing in der zweiten Halbzeit dann wieder ein bisschen mehr zu neutralisieren? England hat ja immer wieder ähnlich pressiert im Mittelfeld. Ja, schwierig zu sagen. Wir hatten ein paar Spielerwechsel in der Halbzeit. Für die Spielerinnen, die reinkommen, ist es natürlich auch nicht einfach, wenn man so unter Druck gesetzt wird von Anfang an. England hat es auch gut gemacht. Man muss immer sagen, wir haben es nicht so gut gemacht. Aber die ist schon relativ aggressiv gepresst, dass es nicht einfach ist, Lösungen zu finden. Die Bewegung vorher hat auch nicht gestimmt, dass man die Anspielstationen hatte. Und ich glaube, dort müssen wir jetzt sowohl im Aufbauspiel wie auch die Bewegung vorschaffen, dass wir uns die Möglichkeiten offen behalten. Was sehen Sie als Lösung, um die ersten Ball auch besser zu gewinnen in diesen hohen Zweikämpfen? Ja, es ist immer schwierig gegen einen physisch guten Gegner. Vielleicht schafft man eher auf einen Zweitball, vielleicht legt man dort den Fokus drauf. Aber das müssen wir analysieren nach dem Spiel. Sie. Wenn er so gegen England spielt, was merkt er, was fehlt mir, wenn er gegen so eine Top-Nation spielt? Ja, ich glaube, die waren einfach physisch total überlegen gewesen, sowohl schnelligkeitsmässig wie auch Ausdauer, muss man einfach ehrlich sein. Sie haben natürlich auch eine Breite, wenn sie wechseln, kommt da eigentlich wieder eine Top-Spielerin rein. Das können wir wahrscheinlich in der Schweiz noch nicht bieten. Aber von dem müssen wir ausgehen, dass das Top-Teams in Europa oder Europameisterschaft werden haben. Und dass wir dort einfach müssen Lösungen finden müssen. Dass man vielleicht einfach am Anfang mal versucht, lang zu Null zu haben und dann versucht, durch Konter. Und ja, dann, wenn man weiss, die haben noch so viele starke Spielerinnen, die reinkommen, dass man nicht noch muss Goal machen muss. Da muss man auch ein bisschen mehr Taktik fühlen. Genau. Jetzt haben die ja Ferien. Was machst du jetzt? Du machst jetzt gar nicht 2 Wochen? Oder? Also wir haben so 2-3 Läufe, die wir werden machen, aber so ein bisschen mehr, um einfach das zu beibehalten, dass man nicht ganz runterfährt. Aber sonst gilt es einfach mal den Kopf frei bekommen, weg vom Schutten. Und ja, da bin ich viel bei Familie, bei Freunden und fahre vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber geplant ist noch nichts. Ist das eigentlich mal schräg, dass man sozusagen das letzte offizielle Länderspiel eigentlich vor der Ferien hat und nachher geht es erst richtig los? Oder? Ja, es ist natürlich ein bisschen schräg. Irgendwie gehört es noch zur alten Saison und ist aber gehört schon zur neuen Saison. Natürlich ist es ein bisschen schräg, aber es ist ja nicht unser letztes Spiel. Wir werden noch ein paar Spiele wahrscheinlich haben. Und ja,
Genau. Wie? Intern. Genau, intern und gegen Jungs oder wie auch immer, dass man dort ein bisschen in die Spielpraxis kommt. Aber es ist ja speziell. Es ist ja schon noch weit weg, aber England könntet ihr euch je nachdem auch treffen in Holland wieder. Denkt man schon, etwas, so, schon an so etwas vor so einem Match oder in so einem Match? Oder ist das so viel zu weit irgendwie? Nein. Sie haben doch mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich in dieser Mannschaft gespielt. Oder? Ja, nein, so weit denkt man eigentlich noch nicht mehr. Wie gesagt, mit diesem Auftritt heute werden wir wahrscheinlich gar nicht so weit kommen. Darum liegt es erst mal an uns, dass wir, ja, dass wir so weit kommen und dass wir so unserem Auftritt wirklich schaffen, dass wir uns einfach besser präsentieren. Und ich glaube, wenn es dann so weit ist, dass man ein Viertelfinale gegen England wird spielen, wird es nochmal ein komplett neues Spiel geben. Das kann man nie vergleichen, sage ich mal, so ein Testspiel. Schon für England natürlich nicht einfach, wenn 4-0 gewinnt in einem Testspiel, mit dem Kopf näher ins Spiel gehen, dass man die Spannung hoch hat. Ist gut. Danke. Martina, 0-4. Das heutige Spiel war ein ganz schweres Spiel. Ja, es war nicht nur ein schwieriges Spiel, es war auch nach der Trinkpause ein ganz schlechtes Spiel, von unserer Seite aus zumindest. Also wir können ja eigentlich froh sein, dass wir nur 4 Gegentore bekommen haben. Wir haben ja noch ein paar Geschenke vorher verteilt, die sie nicht angenommen haben. Ja, das tut jetzt fürchterlich weh. Wir haben heute in vielen Bereichen Lehrgeld bezahlt, in fast allen Bereichen. Also ich könnte jetzt sehr viele Dinge aufzählen, wo uns der Gegner einfach auch klar überlegen war. Ich weiß trotzdem als Trainerin, dass wir es besser können. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, das Standing zu entwickeln und auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, diese Dinge auch besser zu machen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch mit die Hauptaufgabe. Gerade bei den Jungen hängt das natürlich so ein bisschen nach. Die fangen an, darüber nachzudenken und kommen vielleicht beim nächsten Mal in eine ähnliche Situation. Dann geht es darum, wenn es Qualität ist, dann mache ich sie besser. Und wenn ich die noch nicht habe, dann falle ich wieder in so einen Rhythmus. Und da müssen wir jetzt dran arbeiten. Die Engländer haben ganz hohen Druck gesetzt. Da habt ihr nicht direkt die Antwort aufgefunden. Ja, zu Beginn ja nicht und wir wussten aber genau, dass das passieren kann und wir haben im Training das klar durchgespielt, wir haben es in der Theorie, in der Videoanalyse klar analysiert, wir kannten eigentlich alle Lösungen, aber das Team war einfach nicht mehr in der Lage, diese Lösungen zu spielen, beziehungsweise die Qualität in der Lösung hat dann auch gefehlt. Also wenn wir das besser ausspielen, dann können wir auch über diesen Druck drüber spielen. Und dann muss man auch jemanden haben, der dann sagt, okay, wenn das heute nicht funktioniert, dann lege ich mir den Ball hin und dann spiele ich ihn raus und dann versuchen wir, wenn wir den ersten nicht kriegen, den zweiten zu bekommen. Aber auch da muss man sagen, war die physische Präsenz von England heute auf fast jeder Position eben auch besser und stärker. Wir haben uns versucht zu wehren, aber auch nicht mit allen Mitteln und auch nicht mit aller Konsequenz. Und da müssen wir einfach besser werden. Also das wird auch bei der EM auf uns zukommen. Und die andere Seite, natürlich fehlen noch ganz wichtige Spielerinnen. Sicher mit Dickmann, das spürt so ein Team. Ja, das kommt natürlich auch noch hinzu. Also wir haben ja heute ganz eine junge Achse auch zum Teil gehabt mit Jana Brunner, mit Sondrin Mouron, mit Mary Tertschun, die ein Jahr fürs Nationalteam nicht gespielt hat. Mit einer Rinas auf einer Position vielleicht, die dem geschuldet war, dass Lara nicht gespielt hat. Aber wenn Lara und Ramme fehlen, ist es das eine. Fakt ist natürlich auch, dass ein paar Routiniers heute zu Beginn einfach draußen waren. Das ist vielleicht auch mein Fehler, mal mit zu vielen Jungen angefangen zu haben. Dass die Mischung, oder das ist ja auch immer ein Lernprozess oder eine Konsequenz für mich. Aber das Gute ist, es war ein Testspiel und ich wollte heute sehen, wer kann auf dem Niveau mithalten. Das hat eine Geraldine Reuteler gezeigt, dass sie das kann. Und jetzt müssen wir natürlich auch ich als Trainerin nicht nur das Negative sehen, sondern muss auch das Positive sehen und den Input geben. Und dann müssen wir bei der EM einfach die Dinge besser machen gegen andere Gegner. Um positiv weiterzugehen, auch so ein Spiel, das kommt eigentlich auf den richtigen Moment, da kann man ganz viel aus lernen und hat man viele Punkte. Ja, es kann so und so sein. Also wir wären natürlich heute schon lieber mit einem engeren Ergebnis und mit einem besseren Spiel hier rausgegangen. Es war das letzte Spiel vor der EM, es war ein Fernsehspiel. Wir wollten bessere Leistungen zeigen. Das ist uns einfach in vielen Dingen heute nicht gelungen. Da müssen wir jetzt aber auch zu stehen. Also da gibt es jetzt auch keine Ausreden, sondern es ist jetzt so, dass wir, wie gesagt, das sauber analysieren werden. Und jetzt gilt es auch wirklich so mal das sacken zu lassen, in die Pause zu gehen und dann in 2 Wochen neu anzufangen. Und dann eben noch konsequent an den Dingen zu arbeiten, wo wir jetzt auch gesehen haben, ja, da sind wir noch nicht gut genug oder vielleicht auch noch nicht ruhig genug oder auch, vielleicht war es heute auch bei der einen oder anderen einfach auch nur ein schlechter Tag. Also das wird sich dann zeigen.
Letzte Frage. Das Publikum, das war grandios, blieb hinter dem Team stehen, auch wenn da eine 0-4 steht. Und ich habe auch eine Moser gesehen, die ganz toll eine Einwechslung gemacht hat und ein tolles Spiel gemacht hat. Ja, also auch da nochmal, was Martina Moser kann, das wissen wir ja. Was eine Sondrin Mouron auf dem Niveau kann, das wussten wir noch nicht so. Also das müssen wir einfach auch sehen. Und dem war das ja schon auch geschuldet, dass wir heute Spielerinnen reingebracht haben. Das Publikum war fantastisch. Also ganz ehrlich, mir war es draußen schon fast peinlich, dass sie beim Corner gejubelt haben. Aber sie haben uns unterstützt und sie haben uns auch jetzt das Gefühl gegeben, dass sie nicht enttäuscht sind und uns trotzdem zutrauen, zumindest mal das erste EM-Ziel zu erreichen. Und das hilft uns sicherlich auch, jetzt wieder aufzustehen nach dieser Niederlage. Ich bin ganz sicher, wir werden in den Niederlanden eine ganz andere Schweizer Mannschaft sehen, die überraschen wird. Ja, das hoffe ich. Danke dir, Luke. Frau Voss-Tecklenburg, die Spielauslösung aus der Defensive raus, Torabstößen, war heute so ein bisschen ein Sorgenkind. Das haben wir noch nie gesehen bei dieser Mannschaft. Wie erklären Sie sich das? Es gibt nicht für alles eine Erklärung. Also es war heute so, dass wir unter diesem Druck oder mit diesem Druck teilweise nicht mehr die Qualität gezeigt haben, die wir normalerweise haben. Also ich weiß schon, dass sie das wirklich besser können. Und jetzt geht es darum, das eben auch im nächsten Spiel dann wieder besser zu machen. Und heute sind viele kleine Fehler passiert bei Spielerinnen, wo man das sonst auch so nicht sieht. Ja, und dann kommt eben eins zum anderen, hat man ja gesehen in der Summe. Und dann gab es fast gar keine Lösung mehr. Sie haben sich dann auch nicht mehr wirklich getraut. Und wenn du dann unsicher bist, dann machst du eben noch mehr Fehler. Jetzt gibt es ja erstmal Ferien, die sind ja wohl verdient und dann geht's weiter. Mich interessiert, werden Sie mit den Spielerinnen daran arbeiten, die ersten Bälle zu gewinnen, auch wenn eine Mannschaft dann physisch sehr überlegen ist, wie heute England? Ja, natürlich. Und man muss auch die ersten Bälle dann dorthin spielen, wo wir sie gewinnen können. Also ich muss sie nicht auf eine Mary Tertschung gegen eine Bright spielen. Die kann die Bälle nicht gewinnen. Also es ist ja erstmal, geht ja auch erstmal darum, die Qualität zu haben, den Ball dorthin zu spielen, wo er dann eben auch hin muss und wo die Erfolgsquote für uns einfach höher ist. Und das war heute eben nicht der Fall. Einfach mehr an den medialen Dingen arbeiten, Social Media, aber auch, dass wir natürlich gewisse Dinge erreicht haben, wo wir daran natürlich uns erfreuen können und auch den Fans somit auch etwas zurückgeben können, was auch es enorm Freude macht, wenn man das heute so sieht, wie die kleinen oder auch die großen Fans hier uns angefeuert haben. Und wie geht es nun weiter in die Vorbereitung? Zuerst gehen wir mal in die 2 Wochen Pause und dann geht es in die Vorbereitung, die dann bis zur EM dauert. Und da werden wir uns sicher Zeit nehmen, um das Spiel England nochmal zu analysieren. Okay, vielen Dank und wir werden das sicher in Holland sehen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Jetzt als Spielerin für Sie. Frau Terschun, als Spielerin für Sie, wie sieht das aus? Also so einem Match, wo man 4-0 verliert, meint man dann, hat es gleich gute Sachen, die man sich präsentieren kann, um mit der Startaufstellung nachher an der EM spielen? Ich denke, das war heute ein Test gewesen und da hat man sich sicher können zeigen. Es war zwar nicht so ein guter Match gewesen, aber ich denke, es war halt schwierig gewesen, um sich wirklich zu zeigen. Also ich kann gar nicht wirklich sagen, wie sie sich jetzt wird entscheiden, aber ich denke, dass nicht nur das Spiel heute eine Rolle spielt für die Nominierung. Wie stolz ist man in Ihrem Fall, dass man nach verletzungsbedingter Abwesenheit gleich in dem EM-Kader Platz findet und auch heute kann zu den Leistungsträgerinnen mitzählen? Es ist natürlich eine riesige Freude. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so gut kann laufen kann. Ich muss natürlich auch damit rechnen, dass es vielleicht mal einen Rückschlag gibt. Das war bei mir nicht der Fall gewesen. Und darum bin ich natürlich mega froh und stolz, dass ich heute dabei sein darf. Wie bereitet Sie sich jetzt die 2 Wochen vor, um nachher in Holland Vollgas zu geben? Ob ich in Holland dabei bin, das weiß ich noch nicht. Ich werde mir sicher mal die 2 Wochen voll entspannen und nochmal Energie tanken und dann mal schauen, wie es weitergeht. Herzlichen Dank. Merci, ja. Anna-Maria. Es war heute ein ganz schwieriges Spiel gegen dieses England. Schweizerdeutsch oder Deutsch? Was ist euch lieber? Deutsch. Deutsch, okay. Es war heute ein ganz schwieriges Spiel gegen dieses England. Ja, es war schwierig. Ich finde, wir haben gut angefangen. Wir haben England dazu gezwungen, dass sie viele lange Bälle spielen. Waren eigentlich gut im Spiel und irgendwie nach der Trinkpause auf einmal haben wir den Faden verloren. Wir haben ganz, ganz einfache Fehler gemacht im Spielaufbau. Durch das wurden wir total unsicher, was mir nicht so verständlich ist. Wir haben es wieder probiert und bei jeder Aktion wurden wir noch unsicherer, was sehr schade ist. Aber wir müssen auf jeden Fall dieses Spiel analysieren und dann nochmal ein paar Hebel umsetzen auf jeden Fall.
England hat nach der Trinkpause eigentlich nicht mehr die Möglichkeit gegeben, um vom Hinten aus Fußball zu spielen. Und damit hatte die das ganz schwierig und auch nicht die Lösung gefunden. Ja, wir haben, wie gesagt, es waren einfache Bälle. Wir können uns anspielen lassen, wir können klatschen lassen, aber den Ball haben wir halt natürlich auch schon schlecht abgeklatscht. Die Pässe kamen zum Teil schlecht an. Da müssen wir auf jeden Fall uns an der eigenen Nase fassen, denn wir hätten einfach bessere Pässe spielen müssen, da wäre das möglich gewesen und das haben wir nicht gemacht und dann wären wir auch bestraft. Ja. Und die andere Seite ist das dann ein Spiel, das auch vielleicht auf einen genauen Punkt kommt, wo man ganz viel aus lernen kann, noch ein Testspiel dafür und das ist gut nach die EM zu. Ja, ich sag mal, das Testspiel, das war gut. Wir haben ja auch einiges ausprobiert. Es haben viele Spielerinnen auch gespielt, die weniger als 10 Länderspiele hatten. Die sehen dann auch, ja, wie schnell das auf diesem Niveau geht. England ist absolut ein Top-Gegner, sind nicht umsonst Vierter in der Weltrangliste. Und dass es halt ja, einiges braucht oder beziehungsweise kleine Fehler schon bestraft werden mit einem Gegentor. Und positiv zu Ende, was ganz toll war, ist, das Publikum steht immer hinter die Mannschaft, selbst noch bei 0-4 und bei einer Ecke. Das ist auch für die Mannschaft doch toll. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war froh, dass die Zuschauer nicht schon nach dem 3-0 heimgefahren sind. Das muss man denen lassen, das war schön. Ja, wir hätten natürlich liebend gern auch besser Fußball gespielt, denen auch ein, zwei Tore geschenkt, aber das war heute leider nicht der Fall. Ja, das müssen wir jetzt abhaken und ich hoffe, dass wir Ihnen bei der EM auf jeden Fall mehr Freude bereiten können und wollen. Und wie geht es nun weiter? Erst Pause und dann kommt ihr wieder zusammen. Ja, endlich Pause. ja, man hat auch gesehen, viele, viele Spielerinnen von uns hatten eine ganz lange Saison. Die haben Champions League gespielt, die haben Pokal gespielt, Meisterschaft gespielt. Wir waren nicht alle wirklich bei 100%. Wir hatten viele, die muskulär ein bisschen Probleme hatten. Da sieht man auch, man muss wirklich bei 100% sein, damit man hier auch wirklich 90 Minuten mithalten kann. Und ich denke, die Pause kommt jetzt wirklich sehr gelegen. Die ganzen Mädels sollen sich erholen. Ich muss mich selber auch erholen. Das war eine harte Saison. Ich war noch lange Zeit verletzt und bin krankheitsbedingt ausgefallen. Ja, und danach treffen wir uns am 26. Juni wieder und bereiten uns drei, vier Wochen auf die EM vor. Ich bin ganz sicher, Martina kriegt das auf die Rails und wir sehen ein ganz gutes Schweiz in Holland. Vielen Dank. Bitteschön. Frau Zrnogorcevic, Sie sind ja sonst eigentlich eine sehr wichtige Figur im Spielauslösen von den Abstößen aus. Jetzt, heute hat England so gepresst, dass das die grösste Schwachstelle im Team war. Wie können Sie sich das erklären, dass das Team selber dann im Verlauf des Spiels keine Lösung dafür gefunden hat? Ja, es war natürlich schwierig. Die haben uns schon gepresst. Wie gesagt, wir hatten ganz einfache Bauverluste. Oh, wir haben nicht gut klatschen, wenn ich sage, normalerweise klatschen wir da besser. Wir spielen bessere Bau. Das war ein bisschen schwierig. Ja, und dann haben wir halt die einen oder anderen, die halt jung sind, die einen Fehler machen und dann denken, oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich kann mich nicht mehr anbieten. Aber gerade da wieder zu sagen, hey, ich habe zwei Fehler gemacht, ich habe drei Fehler gemacht, aber egal, ich will wieder einen Ball haben. Uns hat natürlich den Mut verlassen bei der einen oder anderen Spielerin. Und das, ja, sage ich, in diesem Alter ist auch normal. Das ist ein Lehrprozess, da müssen wir jetzt daraus unsere Schlüsse ziehen und analysieren und daran arbeiten. Sie sind ja eigentlich eine sehr offensive Außenverteidigerin. Heute wären Sie schon fast die dritte Innenverteidigerin gewesen, wenn Sie sich hätten eindrängen von Ihrer Gegenspielerin. Wie frustrierend ist das denn auch im Verlauf des Matches, wenn es auch noch so heiß ist? Ja, es ist natürlich schwierig. Man muss sehen, dass wir natürlich vorne die Ball nicht gut können sichern können. Ich muss natürlich auch immer die Möglichkeiten haben, dass wir den Ball vorne sicher haben, dass wir nachrücken kann, dass die ganze Mannschaft nachrücken kann. Das war natürlich nicht der Fall. Wir hatten oft Schwierigkeiten gehabt, den Ball vorne festzumachen, damit wir nachrücken können. Und dann habe ich den Ball wieder verloren. Und dann ist es schwierig, natürlich überhaupt zu diesen Aktionen vorne zu kommen. Und das, da müssen wir natürlich auch wieder mehr dran arbeiten. Bleiben wir gerade bei Ihrer Position. Ist das eigentlich ein Thema, dass Sie der Nationalmannschaft mal wieder aufrücken und vielleicht am rechten Flügel spielen? Ja, also natürlich, das weiss man ja auch, ich habe jahrelang Sturm gespielt, spiele ich bei Frankfurt und Mittelfeldstürmer. Zurzeit ist das jetzt meine Aufgabe in der Nationalmannschaft. Natürlich ganz aussen lassen, wir haben natürlich schon gesprochen, die Trainerin und ich, das ist immer eine Option, wenn wir irgendwie mal im Rückstand sind, wir nach vorne müssen Druck haben. Ich spiele dort, wo wir gebraucht werden und versuche mein Bestes zu geben. Super, merci vielmals, viel Erfolg in Holland. Dankeschön, merci.
So, das war jetzt der Blick aus der Mixzone. Heute ein bisschen chaotischer als sonst. Der Frauenfußball wird zum Glück attraktiver in der Schweiz. Und da haben wir auch mehr Leute, die Fragen stellen wollen. Kurz zum Spiel. Die Schweiz hat das Pressing von England, wie ihr ja gehört habt, nicht gut können verarbeiten. Auch die ersten Bälle hat man praktisch alle verloren. Nach 10-15 Minuten hat die Schweiz Kontrolle über das Spiel abgegeben und England hat sich langsam in das Spiel eindominiert und nachher haben sie das Spiel auch einfach völlig im Griff gehabt. Die ganzen hohen Bälle, die England gespielt haben, waren doppelt giftig gewesen, und zwar weil sie physisch besser an den Ball gekommen sind, aber auch weil sie die Schweizer immer wieder haben können überlaufen, immer wieder schneller gewesen sind. So hat man zum Beispiel das zweite Goal gesehen von England, wo einfach genialer langer Ball ist und dann säckelt die englische Spielerin halt einfach dreimal schneller und umläuft die Schweizer Goalie. So sieht es aus. Ich denke, das ist ein Match, wo die Nazi einfach abtun muss. Wir wissen, die Schweiz hat sehr hohe Qualitäten. Sicher unter den Top 5, Top 6 von diesem Turnier. Und dort werden wir sie dann auch sehen. Also mindestens ein Viertelfinal, ein Halbfinalteilnahme können wir uns erwarten. Und eben, wenn es läuft in diesem Team, können wir auch mehr erwarten. Ich werde natürlich für euch da sein. Zumal über die EM reden. Ich denke, das Spiel muss man nicht mehr zu tot analysieren. Das können wir abtun. Und natürlich haben wir auch andere Themen, die wir werden behandeln diesen Sommer. Das ist ein langer Fußballsommer. Confederations Cup kommt, nachher kommt die EM und dann geht es schon wieder los mit der Super League und mit der Europa League und Champions League Qualifikationen. Die dürfen wir nicht vergessen. Für das alles sind wir für euch da und wenn ihr das mit anschaut, dann könnt ihr uns liken, subscriben und natürlich einfach die Videos teilen, soweit es geht. Und ja, ich gebe ab in die Sommerpause, die wird sehr kurz sein, aber jetzt nehmen wir doch ein paar Wochen Zeit. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer, viel, viel kühle Getränke, egal ob alkoholisch oder nicht, und viel Spass in der Bade. Tschüss zusammen.